Hi, hi, hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Recoded. Wir haben noch ein paar Sachen zu skillen. Die habe ich vergessen. Ich habe doch gerade zwei Dinger bekommen. Nicht wahr? Eben doch wahr. Magic plus 4. Defense plus 3. Kann ich jetzt... nein, ich habe kein Debug-Device. Bläh. Warte mal, wollte ich mir nicht noch ein Amulett-Slot machen irgendwo? Finde das erstmal, das Teil. Oh. Der Kreis hat sich geschlossen, kann ich damit sagen. Ja, da unten. Einen Chip brauche ich dafür. Mann, ich habe den vergessen. Warte. Blank Chips. Kriegt man aber auch nicht. Ich könnte ihn jetzt durch was anderes ersetzen. Oder? Nee, kann ich nicht. Ich muss also warten, bis ich wieder einen Chip finde. Toll gemacht, Red Linus. Egal, wir gehen jetzt weiter. Hallo Bastion, die letzte Karte. Jupp. Wie, in Agrobach habe ich eine Spezialkarte bekommen? Kennen wir. Oh, Carlo. Hier hast du dich hin verzogen. Jo, und ich werde dir das mal zeigen, was noch Haki ist. Oder schon wieder verschwinden. Wie immer. Aha. Toll. Derselbe Scheiß wie im allerersten Hollow Bastion. Bloß sieht das anders aus. Diesmal hat es mit Lampen und mit komischen Blumen zu tun. Es ist direkt hier neben. Wo ist da die Schwierigkeit? Verstehe. Okay. Schwierigkeit erkannt. Schon wieder ein Level-Up. Wie viele Level-Ups ich hier kriege. Wie viel Erfahrung geben die Bild, bitteschön. Ich meine, das muss ja unmenschlich viel Erfahrung sein. Ich hatte doch eben erst ein Level-Up ausgerüstet. Okay. Ich musste sie also besiegen, ja. War mir aber auch schon ziemlich klar. Die Zeit läuft weiter. Tür geht auf. Bam, bam, bam. Das haben wir geschafft. So, dank dem Level-Up kann ich jetzt also meinen Ringslot kriegen. Also beschwere ich mich nicht drüber. Und, habe ich einen Ring, den ich slotten will? Ich habe hier unter Kyuraga nichts drin. Aerobuster, los. Und weiter geht's. Vierter Ringslot. Energy Earring. Block Charger Ability. Utility Charge Up. Und Kompass. Safeguard. Defense Boost. Ja, ja. Unter 25 HP. Ich mag die Dinger nicht. Nehmen wir das mit der Clock Gorge. Aha, dahinter müssen wir hin. Bestimmt sind da wieder so viele Blöcke. Mau. Okay. Bäm. Das hat mir trotzdem noch geschadet. Okay, das haben wir geschafft. War ja nicht so schwer. Nur ein bisschen scheiße. Gut, weiter geht's. Aha, Carlo. Diesmal macht er ernst. Okay, macht er wirklich. Ich habe... Achso, die Zeit, die ich brauche, ist das. Okay. Hol dir deine Blöcke zur... Hilfe. Macht mir nichts. Wo ist er? Wow. Du machst schon einigen Schaden. Jetzt hast du andere Blöcke. Bringt also nichts, sie zu zerstören. Wow. Dich ab, Riese. Du Riese. Du
Kann man das überhaupt blocken? Triple Burst oder Tornado Tracer. Okay. Wie lange wirst du dem Pulse oder Tornado Tracer standhalten können? Offensichtlich lang genug. Ich habe ihn durch den Block hindurch geschadet. Mega Flare. Ja, bam. No, jetzt habe ich dich nochmal besiegt, Fetti. Mann, ich habe dich schon zum dritten Mal in diesem Spiel besiegt. Haha, aber das wird mich nicht aufhalten. Ich bin immer noch stärker. Ich werde einfach abhauen. So wie immer. Ha, denn ich bin immerhin eines der echten Lebewesen. Aber ich nicht. Und deswegen kannst du mir erst recht nichts anhaben. Spüre meinen Zorn! Verdammt, ey, ich habe langsam genug von euch beiden. Ha, das wirst du auch wohl haben müssen. Verdammt, wir sind einfach nur cool. Ja, echt? Ich glaube langsam auch, dass das die echte Malefiz ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann sich sowieso zwischen alles bewegen. Und sie haben Sora entführt. Okay, entführt? Oh Gott. Oh Gott, ey. Einfach nur, oh Gott. Aha, ich habe eine Zeit. Eine Zeit, die ich brauche. Hä? Ich kann keine Kommandos einsetzen. Ich muss mich also auf die Stärke meines Schlüsselschwerts verlassen. Nun gut. Damit ich mich nicht heilen kann, ist das. Verstehe. Mhm. Gott, ich hasse sowas. Wow. Gut. Dass die Zeit nicht gegen mich läuft, ist schon gut. So kann ich in Ruhe kämpfen. Aha. Wie soll ich das denn? Ach so. Das ist scheiße. Wie? Hä? Okay. Werde ich immer noch 1,20 resettet? No. So, falsche Richtung. Wieso wurde ich gerade eben resettet? Wir warten noch. Es muss ein passender Z... Mann! Was soll der Scheiß? Wie soll man da bitte schon den passenden Zeitpunkt abwarten? Wenn man immer wieder resettet wird. Und zwar randomness-like. Oh Gott! Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse sowas, ich hasse sowas. Wie ich sowas hasse, ey. Noch einmal runterfallen und das war's. Der wird mich gleich wieder resetten. Ich stehe hier auf meinem liebsten Stein. Nein!
Wie zur Hölle soll man das gescheit machen, ey? Alles von vorn. Ich hasse dieses Spiel dafür. Es lässt dich all diese Scheiße von vorn machen. Immer und immer wieder. Wieso? Wieso verschwindet der denn immer wieder? Der kann keinen Abtauchdings haben. Das ist scheiße. Abtauchtrigger. Was wir hier haben, ist schon scheiße. Mann! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie allergisch ich auf so eine Scheiße bin. Ich hab sowas schon immer gehasst. Jetzt taucht er wieder ab. So, du Scheißer. Du wirst mir nicht entkommen. WTF? Oh Mann, der hält sich nicht fest. Sora, du bist so resettet. Wieso werde ich denn jetzt hierhin resettet? Ich werde diesen Scheiß nie verstehen. Die Fähigkeit, die da immer so ploppt. Ich werde schon mal hinkriegen. Was steht da? Wie soll man sowas denn machen? Aha. Oh nee. Oh fuck it. Fuck this shit. Sure. Habe ich es jetzt geschafft? Man überall runterfallen. Ich hasse sowas. Was? Wow. Er hat unser Rätsel geschafft. Nach einer beträchtlichen Zeit und einiger Aufregung. Ja, das war wirklich beachtlich, Kleiner. In Anbetracht der Lage, dass du solche Scheiße hast. Ja, hasse ich auch. Ich hasse solche Sprungaufgaben, wo man... Oh, das ist einfach nur Scheiße. World 6 Alternate Card. Heilen. Jetzt gucken wir erstmal, was schon alles ist. So ein Chip ist das nicht. Q-Raga. Warte mal. Blizzard Raid. Shockfall. Magnega. Damit es zu Rising Rush wird. Nee. Schockfall ist eine gute Fähigkeit, das weiß ich. Also werden wir daraus Schockfall Level 29 machen und Thunder Tracer aufgeben.
Level 32. Wow. Gut, für diesen Part war's das. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.